Unsere Reise geht weiter. Von Fatima aus starteten wir Richtung Nazareth. Eine Ver- und Entsorgung des Wohnmobils war dringend vonnöten. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video auf dem Weg zu den Monsterwellen von Nazareth in Nordportugal. In einer kleinen Nachbarortschaft von Fatima entdeckten wir auf einmal ein kleines Entsorgungssymbol für Wohnmobile. Diese Gelegenheit wollten wir natürlich sofort wahrnehmen. Also was ich absolut toll finde an Portugal, das ist wirklich, also immer wieder trifft man hier auf Schilder zur Camperentsorgung. Und jetzt hier stehen wir in einer kleinen Ortschaft, auf einmal sehen wir Versorgungsstation, da gibt es kostenlos Wasser. Aha, und alles kostenlos, die, ja. Und die ganze Fähr- und Entsorgung ist kostenlos. Ja, und der Platz ist komplett leer, dürfte man wahrscheinlich über Nacht stehen, also echt super, aber wir können nicht stehen bleiben, weil wir sind auf dem Weg nach Nazareth. Genau. Die Ossi spielt mit, ja, die ist da voll dabei. Ja, klar, logisch. Freue ich mich ja jetzt auch schon. Genau, aufs Weltreiten. Ja, also jetzt haben wir diese Pilgerrouten, glaube ich, alle abgeschlossen. Der christliche Teil ist vorbei, jetzt kommt das weltliche. Ja, jetzt fahren wir Richtung Küste. Ja, ciao. Was heißt ciao? Nein, nicht ciao. Nein. Noch schöner, wenn ihr euch jetzt verabschieden dürft. Angekommen in Nazareth stellen wir fest, dass dies kein Ort ist, an dem wir stehen wollen. Zumal der Stellplatz, an dem Wohnmobile geduldet sind, auch nicht sehr einladend gewirkt hat. Den berühmten Sandstrand von Nazareth wollten wir natürlich unbedingt zu Gesicht bekommen und fuhren deswegen an der Promenade entlang. Was wir sehen konnten, waren sehr viele Menschen, die unterwegs gewesen sind, aber Monsterwellen, das stellen wir schnell fest, bekommen wir heute nicht zu Gesicht. Nachdem wir die Stadt Nazareth verlassen haben, fuhren wir noch an der Küste entlang, in der Hoffnung, ein schönes Plätzchen für die Nacht zu finden. Musik.
Das ist der große Atlantikstrand von Nazareth. Ja, das sieht richtig toll aus und ich werde auch nachher jetzt mal versuchen, mit meinen Füßen wieder in den Atlantik zu gehen. Wow, vor allen Dingen eine Herausforderung, weil durch Ebbe und Flut hier ein ganz schöner Kantenabbruch entstanden ist, was für mich bedeutet, dass gehe ich nicht ein, das Risiko, da wieder hochzukommen. Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Aber die Ursi ist jung und sportlich. Ja, so ungefähr. Nazareth, also das liegt jetzt hier am Atlantik, da ist also das offene Meer und da sieht man schon, da kommt eine schöne Welle rein. Aber Nazareth ist bekannt für seine Monsterwellen mit bis zu 27 Metern Höhe. Ein Surferparadies. Ja, dreht's um, dann. Heute allerdings nicht so sehr. Bis zu 2 Meter werden die heute nur hoch, die Wellen. Und dass hier solche Monsterwellen sind, das liegt wohl an einem Canyon, der hier im Atlantik verborgen ist, bis zu 5000 Meter tief. Und dadurch schaukeln sich die Wellen so auf. Ja, es wird auch nicht geraten, hier zu baden, weil es anscheinend Strömungen hat. Eine gefährliche Strömung ist also hier am Strand, steht extra unbewachter Strand. Mhm. In Nazareth kann man wohl baden, da wird dann der Strand bewacht. Aber dann ausgetrieben zu werden, das wäre natürlich schon. Ja, da habe ich auch keine Lust. Aber ich denke, wenn ich versuche, mit den Füßen da Wengele hinzulaufen, wird es mich nicht gleich mit raustragen. Das hoffen wir doch mal. Das wäre schlimm. Und ansonsten haben wir ja sehr ruhig geschlafen. Es waren noch mit uns noch mal 2 Camper da. Also es war ganz ruhig, nachdem gestern Nachmittag hier ist ein beliebter Ausflugsstrand ist. Ja, ja, also da waren viele Leute. Oh, da kommt der Welle. Also gestern Abend war das Meer irgendwie ruhiger, als es jetzt ist. Aber es ist jetzt Ebbe. Die Flut war heute Nacht, während wir geschlafen haben und ist schon wieder weg. Vielleicht findet jetzt die Ursi, wenn sie runtergeht, noch eine Muschel. Ja, mal schauen. Ich schaue einfach mal. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es hier herrlich. Ja, und ganz toll und das Wetter einwandfrei. Das macht einwandfrei mit Strahlen, blauer Himmel, keine einzige Wolke zu sehen und es ist richtig frühlingshaft. Ja. Ganz toll. Ich bin richtig happy. Die Ursi nimmt noch eine Flasche mit. Weil da besorgen wir uns Atlantikwasser. Das ist nämlich wundheilend. Probieren wir mal aus, auf jeden Fall. Also, viel Vergnügen. Die Spannung steigt und sie stürzt sich in die Fluten. Da kommt eine Monsterwelle. Ja, jetzt kommen noch ein paar ganz schöne Wellen rein. Da kommt noch mal eine, schau mal.
Das war ein kurzer Ausflug ins Meer. Hast du kein Wasser gekriegt? Kein Wasser bekommen? Aber hoch kommt sie. War das feucht fröhlich, Ossi? Oh ja. Ich glaube, ich brauche frische, trockene Hose. Bitte nass. Gleich die erste Welle hat mich erwischt. Die sind aber jetzt auch ganz schön, teilweise schon ganz schön hoch im Vergleich zu gestern. Ja. Also mitunter kommt da ganz schön ein Brecher rein. Und an der Abbruchkante hochzukommen, das ist schwieriger als es an der Düne du Pilawa in Frankreich. Jetzt bin ich ganz außer Atem. Aber gesund wieder da. Ja klar. Schön war's. Okay. Also, das waren jetzt unsere Eindrücke von Nazaré. Ja. Wir wollten euch Monsterwellen zeigen, aber die kamen leider nicht. Die Welle, die gekommen ist, hat auch ausgereicht, um die Ossi nass zu machen. Ja, genau. War doch ganz schön kaltes Wasser. Ja. Unsere Reise geht weiter Richtung Süden, aber hier habt ihr schon mal die ersten südlichen Eindrücke bekommen. Und wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr bei unserer nächsten Etappe wieder dabei seid. Ja, auf jeden Fall. Also, und ich kann euch nur sagen, es macht riesen Spaß und riesen Freude. Wir haben immer noch Januar, müssen wir dazu sagen. Ja. Und hier ist wunderbar. Ich glaube, der 30. ist heute, gell? Ja. Ja, also man kommt ganz durcheinander mit den Tagen und Daten. Auf jeden Fall ist Montag und ja, wir müssen noch Brot kaufen. Also auch wir haben unsere Verpflichtungen. Oh, wahnsinnig. Also, macht's gut in Deutschland, ja, und wo auch immer ihr seid. Ciao. Wir verlassen diesen an Wochentagen sehr schönen Freistehplatz in Praia do Salgado südlich von Nazaré und fahren weiter Richtung Algarve. Unser Ziel auf dieser Reise ist und bleibt das Cabo São Vicente. Auf dem Weg dahin sind unsere nächsten Stationen das Cabo Carforeiro in Benice und das Cabo da Rocca. An beiden Orten fanden wir einzigartige Freistehplätze, die wir euch natürlich im nächsten Video zeigen. Musik
Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Tour wieder begleitet habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute.